Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute machen wir zusammen den versteckten Palast von Lian Shan. Man erzählt sich, dass es im Inneren des Berges unzählige Explosionen aufgrund der Machenschaften von Lian Shan gegeben hat. Vor der Sphäre kann man hin und wieder ein leises Grollen hören, das neugierige Seelen anlockt. Ja, das ist eine Sphäre in Liyue. Nachdem wir jetzt mit dem Drachengrad und Monstret fertig sind mit allen Sphären und Bossen und so weiter und so fort, machen wir in Liyue weiter. In der Sphäre kann man Aufstiegsmaterialien für Waffen sammeln. Genauer gesagt kriegt man hier drei verschiedene. Das sind einmal die Guyun-Aufstiegsmaterialien, dann die Kugeln des Nebelschleiers und die Erosiderit-Materialien. Zungenbrecherwort. Ja, je nachdem an welchem Tag, also an Sonntag kann man immer alle farmen. Und die anderen muss man halt gucken, an welchem Tag es welche Materialien gibt, damit man immer genau weiß, was man dann farmt. So, die Sphäre zeige ich euch wie immer, oder wie so oft zumindest, als 4-Sterne-Empfehlung. 5 Sterne kann es ja, sage ich mal, jeder mit 5-Sterne-Helden. Aber es ist immer doch ganz interessant, wie man sich als Free-to-Play hier anstellt. Zuallererst aber mal die grobe Übersicht über die Sphäre. In diesem alten Altar, in dem der Donner Widerhalt, konzentriert sich enorme Elektrokraft. Die von Elektrizität durchzogene Luft verringert deine Elementarenergie fortlaufend. Solltest du es schaffen, diese Prüfung zu bestehen, wirst du sicher etwas bekommen, womit du deine Waffen verstärken kannst. Die Sphärendetails. Die Figur erleidet in regelmäßigen Abständen hungriger Blitz, verleiht der Figur das Elektroattribut und lässt sie fortlaufend Elementarenergie verlieren. Auf dem Feld schlagen zufällige Blitze ein, die Elektroschaden verursachen und die Elementarenergie von Figuren tilgen. Beim Einschlag können Kugelblitze entstehen. Und die Gegnerliste sind große Elektroschleime, mutierte Elektroschleime und Fatui-Zizin-Zauberin. Elektro-Zizin-Zauberin natürlich. Und ja, empfohlen wird hier vom Spiel Kryo und Pyro, was auch Sinn ergibt gegen Elektrogegner, gegen nur Elektrogegner. Heißt aber nicht, dass das die einzigen Elemente sind. Also Animo und Geo könnte man hier natürlich trotzdem verwenden. Das Einzige, was man hier wahrscheinlich wirklich nicht unbedingt verwenden sollte, ist jetzt vielleicht wirklich Elektro. Das ist hier einfach nicht sehr vorteilhaft, weil die Schleime zum Beispiel immun gegen Elektroangriffe sind. Also die können gar keinen Schaden durch Elektroangriffe bekommen. Das heißt, das ist hier wirklich nicht empfehlenswert. Aber ansonsten sind alle anderen Elemente eigentlich möglich, aber am besten natürlich Pyro und Kryo. Meine Empfehlung grundsätzlich für diese Sphäre wäre tatsächlich eigentlich 2 Pyro, 2 Kryo, damit man auch den jeweiligen elementaren Einklang erhält. Problem ist nur, in meinem Fall tatsächlich habe ich keine 2 halbwegs gut ausgerüsteten Kryo-Helden, aber ist eigentlich ganz gut, weil das repräsentiert ja eigentlich den Free-to-Play-Struggle, den viele Leute haben, also dass man nicht für jede Sphäre die perfekten Helden hat. Und ja, aber im Endeffekt 4, also man braucht eigentlich nie wirklich 4 perfekte Helden für jede Sphäre, weil die meisten Sphären sind so, in Anführungszeichen, schwach, sage ich mal, dass es eigentlich reicht, wenn man einen halbwegs guten Damage-Dealer hat, einen Heiler bzw. Schild und die anderen beiden für einfach nur Elementarreaktionen, also einfach nur für zusätzlichen Schaden durch Fähigkeiten. Und da ist es dann meistens nicht unbedingt zu entscheiden, dass die dann auch selbst viel Schaden machen, sondern hauptsächlich, dass sie ja halt zum Beispiel das Hydro-Attribut oder das Kryo-Attribut auf die Gegner sozusagen den Gegnern hinzufügen oder die einfach dieses Element bereitstellen und dass man dann dadurch Combo-Damage macht, weil das Ding ist ja, dass die Reaktionen ja unabhängig davon schon mehr Schaden machen, wie gut jede Figur ist, die die Reaktion hervorgerufen hat, sondern es geht ja wirklich nur darum, dass diese Reaktionen den Schaden erhöhen. Und genau das reicht hier eben zum Beispiel bei Chongyun, der ist bei mir sehr schlecht ausgerüstet, beziehungsweise hauptsächlich sind seine Talente sehr niedrig. Aber solange er uns ein bisschen Kryo-Attribut zur Seite stellt, reicht das. Und Xingqiu ist auch ein sehr guter 4-Sterne-Supporter. Und ja, das Einzige, was ich hier wirklich gar nicht empfehlen kann, ist einfach wirklich komplett sinnlos, ist einen Elektrohelden mit in die Sphäre zu nehmen, weil die hier einfach nichts zu suchen haben. Ja, deswegen überwiegend Pyro und Kryo. Animo, wie gesagt, Hydro, Geo ist nicht schlimm, aber Kryo und Pyro wären hier natürlich das A und O. Ja, zuallererst sollten wir uns natürlich ein bisschen stärken, denn wie wir vorher schon erfahren haben, verlieren wir in der Sphäre ja permanent Elementarenergie. Das heißt, vor allem Spezialfähigkeiten in der Sphäre auszulösen, wird schwierig. Nicht unmöglich, aber es wird schwierig, da wir durch mehrere Faktoren Elementarenergie verlieren werden. Das heißt, wir sind hier wirklich sehr auf Standardangriffe und vor allem Elementarfähigkeiten angewiesen, Spezialfähigkeiten
Heißt natürlich nicht, wie gesagt, dass man sie nicht auslösen kann, aber es ist auf jeden Fall einfach schwieriger und dadurch sollte man sich vielleicht nicht unbedingt einen Helden aussuchen, von dem man weiß, dass er nur mit der Spezialfähigkeit wirklich viel Schaden macht. Ich meine, das trifft eigentlich auf keinen Helden zu. Ich meine, eigentlich hat jeder Held zumindest eine Fähigkeit oder irgendwas, wo er trotzdem auch ohne Spezialfähigkeit gut ist. Aber wie gesagt, ich würde es hier nicht nur auf Spezialfähigkeiten bauen, weil das kann schon durchaus passieren, dass man in der Sphäre tatsächlich bei einem oder zwei Figuren oder vielleicht sogar bei allen Figuren gar kein einziges Mal die Spezialfähigkeit benutzen kann aufgrund der Elementaranomalie in der Sphäre. Aber unsere Taktik ist jetzt im Endeffekt, wir haben jetzt mehr oder weniger drei Supporter sozusagen, die eigentlich nur da sind, um den Damage von Yanfei entweder zu erhöhen durch Fähigkeiten oder eben Reaktionen hervorzurufen. Bennett natürlich noch als Heiler. Im Endeffekt wird das jetzt hier ein Yanfei-Solo-Run vermutlich. Aber gucken wir mal, wie es läuft und dann schauen wir uns mal an, ob wir das so hinbekommen. So, der Schaden ist auf jeden Fall schon mal gut. Der erste Schleim ist sofort. Die Gegner hier spawnen nicht in Intervallen oder nicht in Wellen, sondern immer einer nach dem anderen. Das heißt, wenn man einen besiegt hat, spawnt der nächste. So. Jetzt haben wir hier ein bisschen, ist ein bisschen nervig mit den Faltern von der Elektrozizin-Zauberin, weil die natürlich dafür sorgen, dass unsere Agro automatisch auf die gezogen wird. Jetzt haben wir tatsächlich zwei Spezialfähigkeiten ready, das ist sehr gut. Jetzt haben wir sogar eine Kombi ausgelöst. Ja, das war sehr gut. So viel zum Thema keine Spezialfähigkeiten. Ah, die Elektrozizin-Zauberin leider nicht davon abgehalten in ihre, ich weiß gar nicht, wie die Form heißt, aber auf jeden Fall in ihre besonders starke Form, wo sie permanent Elektroschaden verursacht. Konnten sie leider nicht davon abhalten, da reinzugehen. Aber man sieht schon, die Sphäre ist wirklich nicht sehr schwierig. Wir haben jetzt hier auch die ganze Zeit, das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, die ganze Zeit Reaktionen gehabt eigentlich, bis vielleicht auf mal kurz zwischendurch. Und das war's auch schon. War jetzt nicht der schnellste Run, zugegeben, war ein bisschen durcheinander. Am meisten hat gestört, dass diese Falter, das habe ich vorher auch gar nicht so genau bedacht, ich habe zwar einen Proberun gemacht, aber in dem lief es ein bisschen besser tatsächlich. Dass die Falter immer wieder die Agro, das ist ja der Nachteil von so Charaktern wie zum Beispiel Yanfei oder auch von Katalysator und Bogen-Nutzern, ist das Problem, dass solche kleinen Gegner, gegen die man eigentlich gar nicht kämpfen muss, weil die ja, also sobald man die Zizin-Zauberin besiegt, verschwinden ja automatisch auch alle Falter. Das heißt, mit den Falter muss man gar nicht besiegen. Die sind quasi mehr oder weniger nur zur Ablenkung, zum zusätzlichen Schaden da, die nerven einfach nur. Und man ist eigentlich nur daran interessiert, die Zauberin auszuschalten. Und das Problem ist aber im Kampf, und manchmal merkt man das gar nicht, und ich habe es gerade auch zweimal überhaupt nicht gemerkt, dass ich gerade voll auf die Falter gehe und gar nicht mehr auf die Zauberin. Was uns durchaus 10, 15 Sekunden gekostet hat, vermute ich mal. Dass man da halt einfach automatisches Ziel anvisiert, das nächste Ziel. Und wenn die Zauberin sich wegteleportiert, dann sind das meistens die Falter. Und das ist natürlich ein bisschen nervig. Also da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen drauf achten. Also wenn man seine Geschwindigkeit hier drin erhöhen will, dann sollte man auf jeden Fall drauf achten, dass man, wenn man einen Katalysator oder Bogennutzer hat, dass man immer darauf achtet, dass die Agro auch wirklich auf den Zauberinnen liegt und nicht auf den Faltern. Aber es ist nur ein kleines, aber feines Detail. Ansonsten, die Sphäre war auf jeden Fall nicht schwierig. Also wir waren kein einziges Mal dem Tode nahe. Wir haben sogar zwei Spezialfähigkeiten auslösen können. Hat mich tatsächlich selber überrascht. Die von Bennett leider nicht. Die von Bennett wäre eigentlich die hilfreichste wahrscheinlich gewesen. In der Sphäre jetzt, weil viele Gegner, viele schwache Gegner vor allem da waren, also mit 6 Schleimen insgesamt, da hätte der Damage Boost von Bennetts Spezialfähigkeit auf jeden Fall gut geholfen, aber ging auf jeden Fall auch ohne. Und ja, ansonsten natürlich, wenn ihr 5-Sterne-Charaktere habt oder eine andere 4-Sterne-Kombo, könntet ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Sphäre so geregelt bekommt. Aber grundsätzlich ist das hier eher eine der leichteren Sphären, würde ich sagen. Das einzig Nervige ist halt, dass man seine Spezialfähigkeiten hier unter Umständen nicht so oft benutzen kann oder sogar gar nicht benutzen kann. Aber naja, ich meine, das gehört halt dazu. Manche Sphären sind halt, was das angeht, ein bisschen ätzender als andere. Aber dafür sind in der Sphäre jetzt nicht so starke Gegner. Deswegen gleicht sich das schon wieder aus. Und ja, damit würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich selber ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.